So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir stehen hier am Pissedino aus Pasadena, wer den immer noch nicht kennt. So sieht er aus, guckt euch den mal an. Da hat er heute eine Schneehaube auf und ein bisschen Schnee im Auge. Das tut doch weh, das machen wir mal weg. Ansonsten, ja, wer meine Videos verfolgt, der müsste den eigentlich schon kennen, der ist öfters mal in den Videos dabei und wir haben jetzt hier einen Raid, einen 5er Raid. Es läuft momentan noch das Höhen-Event. Da könnte also Kyoko drin sein, es könnte aber auch Groudon drin sein. Ich habe das absichtlich jetzt als Überraschungsei angeteasert. Keiner weiß, was kommt. Die Leute haben sich angemeldet. Wer sich alles angemeldet hat, wollen wir euch gleich zeigen. Aber vor einer Woche am Dienstag kam auch Mega Ampharos in die Raids, in die Mega Raids. Jetzt möchte ich, bevor morgen dann Entei zurückkommt in die Raids und wir den Entei Community Raid machen, extra mein Mega Ampharos entwickeln, 100% männlich, weibliches Shiny, dass ich auch den Eintrag weg habe. Ihr seht hier Ampharos, wir haben da mehrere, das erste müsste ein 100er sein. Wir gucken es uns auch kurz. Ne, ist es nicht, genau, das 100er ist das natürlich, wo 100er dran steht, das ist schlau gemacht. Wir haben das hier, ja, wir bewerten mal ganz kurz, gucken uns das an, ist ein 100%iges. Wir geben auch noch ein paar Power-Ups, pushen das jetzt mal auf Level 40. Level 50 ignorieren wir einfach. Jetzt wird es ein bisschen gepusht. 203 bekommt es dazu. 2852. Und wir führen die Mega-Entwicklung durch. Ihr seht, das ist ein weibliches. Ein weibliches 100er. Und weil ich auch natürlich den männlichen und weiblichen mir raussuche beim Pokédex-Eintrag. Hier ist auch der Pokédex-Eintrag. Ist jetzt also neu drin. Ist auch bis jetzt voll. Alles sind da. Ihr seht 4245. WP hat auch Drachenpuls, die Community-Attacke, also die Legacy-Attacke vom Community Day. Ich kann euch im Pokédex das auch hier nochmal zeigen. Pokédex, Megadex, wenn wir auf das Ampharos gehen. Wir haben jetzt das Weibliche, wir brauchen aber noch das Männliche. Und das Shiny zeigt uns natürlich auch schon an, obwohl wir gar kein Shiny entwickelt haben. Aber das Shiny-Männliche machen wir danach, damit ihr das Shiny auch mal seht, wie das entwickelt ist. Sorry, ich bin heute noch nicht ganz auf. Damit ihr das Shiny-Männliche seht, wie das entwickelt ist. Und vielleicht ist es auch, weil es so kalt ist und mir die Knie zittern, deswegen kann ich nicht reden. Wir haben jetzt also den weiblichen, den männlichen machen wir danach. Ich zeige euch noch, wen wir jetzt einladen. Ich werde es vielleicht auch mal in den Kampf mitnehmen, mal gucken, was das so macht. Obwohl es vielleicht, obwohl wenn es gegen Kyokre ist, wäre das vielleicht sogar noch eine gute Wahl. Wir machen jetzt hier mal das auf. Gucken nochmal, wer sich alles eingetragen hat. Für den Community Raid, 15 habe ich hier. Wir sortieren das natürlich wieder nach Neueste zuerst, gehen von unten ran, haben hier Jototox, Jojonator, Shenaya, nur Lechi Raids, Buffel zockt, das war ein Account und auf dem anderen laden wir ein Trainer Sir Ups, Carsten, Dodge City, Cooley Mooley und Mr. T. Die restlichen hier, Buddel, It's Bitchy, Waldbarer, kamen auf jeden Fall zu spät, genauso wie Couch Potato. JS fragt, wieso komme ich nicht dran? Das sind auch alle Kommentare. JS ist Popschgesicht, der hier dazwischen geschrieben hat. Aber was steht jedes Mal oben drüber? Bitte schreibt euren Trainernamen und euren Trainercode rein. Das machen die anderen. Deswegen habe ich die auch als Herz, haben Herz bekommen, werden eingeladen. Er sagt, ja, du hast mich schon, fertig. Wo der jetzt ist, kann ich nicht jedes Mal raussuchen. Manche sagen auch, du hast mich schon und meinen den Main-Account. Andere sagen, ja, du hast mich schon und dann sind sie auf einem 10. Account irgendwo. Ich habe meinen genommen, der zuerst da lag. Auch wenn ich Shenaya wusste, ich habe die wahrscheinlich auf beiden, habe ich trotzdem einfach den Code eingegeben, stand da, hast du als Freund, wusste ich genau Bescheid. Und dann kann ich die auch zuordnen. Er hat seinen Trainercode leider nicht angegeben. Ich habe dann auch geguckt, er war auf dem Account auch nicht drauf. Dann habe ich das andere genommen, habe die anderen 5 eingeladen. Deswegen ist es immer wichtig, schreibt euren Trainercode und euren Namen dazu. Ich schreibe das nicht umsonst hin. Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich auf 10 Handys erst nachgucke, auf welchem Account ihr vielleicht befreundet seid oder auch nicht befreundet seid. Also gebt es einfach von vornherein an, dann ist das idiotensicher. Ich glaube, ich muss extra nochmal ein Video machen. Das Problem mit dem Community Raid, dass das auch wirklich jeder versteht. Jetzt ist es auf, glaube ich.
Es ist sogar ein Kyokre. Ich fange mal schnell das Teil hier, melde mich dann gleich zurück. So, jetzt hat es natürlich wieder 1000 Jahre gedauert, weil das eine Handy wieder rumgesponnen hat. Die Mama ist jetzt auch da, die will aushelfen. Die hat auch sich wieder zwei Handys gegriffen. Hallo Mama. Hallo. Da liegen zwei Handys, ich liege hier. Wir gehen jetzt drauf auf die Arena, wir gucken mal, ob wir das noch packen. Schmeißen mal hier den Pass ein, schmeißen hier die Pässe rein. Wir werden hier überall die Punkte dran machen. Und ich weiß jetzt schon, dass es wieder Probleme gab. Der Jojo, aber nicht mit J. Also wir haben zwei verschiedene. Ich sag's euch gleich hier. Buffelzock, Genaya, Jojo, Nador, nur Leggy Raids. Kuli Muli, Dodge City, Mr. T, Trainer Sir Ups und Carsten. Der Jojo Nator hat hier angenommen. Aber erst ziemlich spät. Ist aber noch dabei. Ich hab ja schon. Okay. Aber auf dem anderen. Naja, ist doch richtig. Ja. Schaut's doch rein. Aber auf dem anderen gab es den Jojo Yoto Tox oder Yoto, ach keine Ahnung. Ich sehe gerade, aber der ist jetzt da. Der war jetzt eben noch nicht. Freundchen, du hast Glück, dass ich jedes Mal alles verpasse. Die Leute schreiben mir schätzhafterweise schon, ja, der Ramses, der braucht eh immer länger. Eigentlich pünktlich, aber wenn die Technik streikt, dann geht leider gar nichts. Wir haben das jetzt auch hier vorne drin, ihr seht das. 4245 Ampharos, Mega Ampharos, 100%. Ist cool, dass sie natürlich alle über 4000 kommen. Wir sind jetzt auch alle drin. Wenn jeder Eingeladene noch reinkommt, wären das also wieder 16 Leute. Ihr wisst, 6 Accounts da, 10 zum Einladen sind insgesamt also 16. 13, 14 sehe ich jetzt hier. Wer ist überhaupt da? Falls wieder einer fehlt, dann können wir ja gucken. Genaya ist drin, Buffelzockt ist drin, Carsten ist drin, ich bin drin, nur Leggy Raids ist drin, Trainer Sir Ups, Jojo Nador, Kuli Muli, Dodge City. Wie gesagt, es ist einfach wichtig, wenn ihr euch eintragt, sagt euren Trainernamen und euren Trainercode. Ich habe zwei Handys da liegen, mit denen ich einlade. Ich muss immer eins nehmen, meistens im Laufen zur Arena muss ich schnell die Trainercodes eingeben. Dann müssen die Leute Zeit haben, das anzunehmen. Wenn ich an der Arena stehe und alle Einladungen rausgeschickt habe, gehe ich nochmal die Liste durch, aber nur nach den Namen, dass ich genau weiß, der war das, macht da Punkte ran. Also es ist organisatorisch mehr Aufwand, als ihr vielleicht denkt. Denn ihr sitzt zu Hause, ihr schreibt einfach, jo, ich mach mit und wundert euch dann, wenn ihr keine Einladung bekommt. Aber ich muss auch Übersicht behalten, deswegen sorry. Pops Gesicht. Vielleicht warst du ja auf dem anderen drauf. Das kann natürlich sein. Aber mit dem habe ich danach erst die anderen genommen und durchgeladen. Und ich kann eben nicht bei jedem Einzelnen gucken, wenn jeder schreibt, jo, bin befreundet so. Dann muss ich erstmal alle Accounts durchgucken, auf welchem ist der denn oder auf welchem ist der nicht oder sonst was. Und viele, die schreiben ihren Trainercode und schreiben ihren Trainernamen. Und ganz unten nochmal, wenn man auf Mehranzeigen drückt, steht dann ganz heimlich still und leise, sind schon Freunde. Das wäre auf jeden Fall auch möglich, das würde gehen. Aber einfach nur sagen, jo, hier sind wir befreundet oder einfach nur den Namen, zack. Letztens hat sich auch einer gewundert, der hat fünfmal seinen Namen geschrieben. Er hat geschrieben, ich heiße Dings, neuer Kommentar, lädst du mich ein? Neuer Kommentar, Fragezeichen, neuer Kommentar, war der Raid schon? Und ich habe kein einziges Mal seinen Trainercode oder irgendwas gehabt. Ich habe später durchgeguckt, ich hatte den Namen auch nirgendwo auf einem Account drauf, deswegen wundert es mich. Manchmal, eigentlich wundert mich nichts mehr, aber trotzdem, manchmal wundert es mich. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier, machen das Kyokre, ist natürlich Quatsch, dass das jetzt Drachenattacken hat. Da wäre beim Voldilam, also Mega Ampharos meine ich, natürlich trotzdem Donner, Elektro-Moves oder so, auf jeden Fall viel genialer. Und ich merke auch jetzt schon den Unterschied, ob man im Park raidet oder ob man mitten in der Stadt raidet. Im Park ist es auf jeden Fall viel schöner gewesen. Da konnte ich mich wenigstens auch hinstellen. Jetzt hocke ich hier rum, mir tut alles weh. Aber fürs Fangen werde ich euch eh gleich mitnehmen und hochstellen, damit ich nicht die ganze Zeit hier rumbuckeln muss. Wir gucken nur kurz durch, ja, ist fertig, ob vielleicht irgendwo ein Shiny dabei ist oder sonst was. Ich drücke also die kleinen Accounts fix durch, um euch da Bescheid zu sagen. Da ist die Aufbewahrung wieder voll. Schmeißen wir mal hier ein paar Geckerbohr weg. Okay, geh nochmal drauf. Das ist nix. 22,89. Das ist auch nix. 22,75. Hier ist auch die Pokémon-Aufbewahrung voll. Also sehr schön, dass man da immer noch so aufgehalten wird. Und was hast du? Weiß ich nicht. Drück mal auf die zwei grünen Knöpfe unten.
Dann kommst du theoretisch zum Fangbildschirm. Ich habe kalte Hände. Kalte Hände hast du gut. 22,88. Wir gucken mal kurz, ob bei der Mama was er hat. Vielleicht später. Drücken nochmal da drauf, drücken nochmal da drauf, machen den AR-Modus weg. So, da ist auf jeden Fall Kyokre mit 22,88 und eins mit 22, irgendwas mit 90, kann man nicht sehen. Du kannst ja mal versuchen, eins zu fangen in der Zwischenzeit. Ich filme dich auch nicht. Hast also alle Zeit der Welt und kannst machen, was du möchtest. Ich stelle euch jetzt aber mal hier auf den Dino drauf und wir gucken mal bei dem Großen, was der hat. 22,97. Ist leider auch nichts. Kann man eigentlich gleich wegschmeißen. Für die XL-Bonbons kann man es nochmal mitnehmen. Und man sieht wieder genau das, was ich hasse an Kyokre, dass der einfach die ganze Zeit am Rand rumklebt. Was? Du gehst links auf das Bärensymbol, dann geh das auf und dann kannst du nach rechts wischen, bis du die goldene siehst. Und die tippst du dann an, dann steht die vor dem Pokémon und dann tippst du da nochmal drauf. Wenn der noch welche hat, vielleicht hat er auch irgendwann keine goldenen mehr, dann geht's natürlich nicht. So, entweder schmeißt ihr drauf und schmeißt drauf, weil euch das sonst zu lange dauert, oder ihr macht den Wurftrick, den Fangtrick, aber ich weiß nicht, bei Kyokre dauert das halt einfach 100.000 Jahre. Wenn wir das gefangen haben, werden wir auf jeden Fall das Shiny Mega Ampharos noch entwickeln, obwohl wir das Shiny nicht brauchen. Wir brauchen ja eigentlich wirklich nur den. Wir brauchen nur den männlichen Eintrag, genau. Nicht den weiblichen, nur den männlichen brauchen wir. So, das ging wieder daneben. Was hat sie gesagt? Ich hab's leider nicht verstanden. Vorsicht, der beißt. Ach, der schläft. Der will doch nur spielen. Ah, mein Knie. So, nochmal. Und wieder rüber gezimmert. Ich meine, ist ja schön. Er kann, solange er rechts hängt, geht's ja immer noch. In der Mitte, rechts, passt. Links ist richtig mies. So, bei mir ist drin. Trotz lumpigen Werfen. Wie überfordert, was ist denn? Ich komme mal runter zu dir. Was hast du denn? Ich habe jetzt wieder was falsch gemacht. Da war wahrscheinlich die noch drin. Die Beere ist schon drauf. Ja, drück halt einfach mal ins leere Feld, also aufs Pokémon oder so kurz. Da geht es unten weg. Die Beere ist schon drauf. So, und jetzt auch. Und jetzt kannst du theoretisch ein Kyokre. Mir fallen die Hände ab. Hui. Und das? Eine Weide, höher, Dollar. Der geht doch hier rüber. Naja, dann schießt du halt darüber. Kannst deinen Finger doch nach links und rechts bewegen. So, da wird er eingesaugt. Gucken wir kurz, ob er jetzt drin bleibt, wenn er rausgeht. Na, ist raus. Du probierst noch ein bisschen. Ich habe sogar einen XL-Bonbon bekommen. Hä? Wieso war da jetzt so eins und ein Zeichen dran? Das verstehe ich nicht. Das ist doch Wasser. Das hat doch nichts mit der Mega-Entwicklung zu tun, oder? Mega-Entwicklung? Voldilam? Elektro? Drache vielleicht irgendwas? Wieso gibt es dabei Kyokre irgendwas kostenlos? Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein, suchen uns, ich muss erstmal überlegen, was ich überhaupt machen wollte, genau, suchen uns das andere Ampharos noch. So, haben ein weibliches, brauchen noch ein männliches. Sie sind sogar beide männlich. Wir machen nochmal für 200 Mega-Energie die Mega-Entwicklung. Das ist eigentlich komplette Verschwendung. Aber wir möchten ja den Megadex auch vollständig haben. Und zur Vollständigkeit gehört für mich eben, dass das männliche und das weibliche eingetragen ist. Jetzt seht ihr hier das Mega Ampharos in voller Blüte mit 3306. Passt auch schön diese Megafarbe zum Mega Ampharos und allem, was noch dazugehört. Und ich finde es so genial, weil früher wusste ich nicht, dass man einfach das andere entwickeln kann. Früher habe ich wirklich diese 4 Stunden, wie das gedauert hat, abgewartet und habe erst nach den 4 Stunden das andere entwickelt, was total schwachsinnig war. Jetzt sind es 8 Stunden. Ich hätte jetzt 8 Stunden warten müssen, bis ich das andere entwickeln kann. Bis jemand gesagt hat, hey, du musst die Zeit gar nicht abwarten. Du kannst einfach das andere entwickeln, dann geht das erste automatisch zurück. Habt ihr auch schon mal so komische Fehler gemacht oder seid in ein Fettnäpfchen getreten? Das hat auch übrigens Drachenpuls.
Sieht auch lustig aus. Die Mama fängt, glaube ich, immer noch. Und es ist doch... Es ist heute schon kälter als sonst. Man merkt das beim Atmen. Ja, Hände. Wenn ihr auch Hände habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, du triffst doch aber. Sieht doch gut aus. Aber das befreit sich doch. Naja. Siehst du doch. Hast noch fünf. Komm, nimm mal nochmal eine Beere. Wieso? Ich denke... Ha, ist doch verbraucht. Immer wenn es einmal im Wald drin war... Ja, da habe ich schon falsch gemacht. Da ist es doch in der Mitte. Da habe ich ja schon falsch gemacht. Ist doch in der Mitte. Du musst auch ich habe gar keine Beere genommen. Drück doch drauf. Das geht doch nicht. Ja, dann drück doch. Ja, du musst auch drücken. Wie wär's mit drücken? Hatten wir schon drücken? Du mal auf. Ja, dann nimm halt meine Hand, die nicht abgestorben ist. Vielleicht geht's dann. Guck, es geht doch. Wenn man drauf drückt. Und jetzt muss ich? Na, drücken nochmal. Nochmal drücken. Ja, drücken. Willst du die Beere etwa wegkaufen? Ja, genau. So. Wäre doch mal was anderes, oder? Und jetzt? Jetzt kannst du noch mal. Oh Mann. Guck, großartig. Andere treffen nicht mal großartig. Ist doch gar nicht so schlimm. Raus. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Die Mama fängt noch. Ich glaube, ich lasse die anderen auch alle fangen, damit sie das übt. Ist ja nur eine Ausnahme. Muss ja alles alleine machen immer. Das haben wir eingetütet, das haben wir eingetütet. Ja, morgen sehen wir uns zum Intake Community Raid. Ab 11 Uhr können die aufgehen, ja. Ich sag's nochmal dazu. Obwohl heute Abend bestimmt auch im Stream wieder 100-mal die Frage kommt, ab wann gibt's Intake? Was ist Intake? Kann man das essen? Heute Abend 20 Uhr chill mit Ramses. Morgen dann der Community Raid mit Entei. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Was ist jetzt gefahren? Oh nee, noch. Ich habe nur noch einen Wurf. Nein, nein, mach den einen noch. Nee, den mach ich nicht, den einen Wurf. Mach du den mal. Mach du den mal. Du hast noch eine Beere zu verwenden. Was bedeutet das? Also du hast noch keine drauf, du kannst noch eine Beere nehmen, heißt das. Oh, Mann. Was schmeißt du denn das Feld so rum? Das geht mit zarten Berührungen, ja? Und nicht einfach so. Jetzt einfach zack. Och, wie süß, wie es frisst, wieder Adi. Jetzt! Ah, das war nix, da hat er nochmal angegriffen. Gut, ist fort, das war's. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Nee, ciao. Okay, ciao. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, Vorhaut. Wie sie alle gucken, euer Ramses.